Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal von Habit TV. Es geht wieder los. Wir fahren in die Arbeit, es ist relativ früh und ich habe es euch versprochen, wir ziehen durch. Es kommen wieder mehr Videos. Ein Mann, ein Wort. Ich fahre jetzt ins Büro. Dann sehen wir uns gleich. Vlog 62, Season 2. Let's fucking go. So, das ist mein Arbeitsplatz. Ich setze mich mal hier hin. Ich konnte nichts filmen, weil es super unspannend war. Ich war am Arbeiten so. Hier liegt das Skateboard, das wir später testen werden mit dem Sensor. Der befindet sich nämlich hier. Und, ach, warte, ich habe ihn hier. Ah, ich habe ihn gerade geladen. Jetzt kann ich es euch ja eh zeigen. Dann nutze ich den Cut gleich. Und zwar haben wir hier diesen Spinex-Sensor. Der Geschwindigkeit, Höhe, Trickerkennung. Und den fügen wir jetzt hier. Zack. Ah, hoppla. Genau. Zack. Und schon ist er drin. Schönes Habit Skateboard gibt es bei uns im Shop übrigens. Und ich mache jetzt Mittag, hole mal einen Kaffee und halte dich natürlich auf dem Laufenden. Findest du? Mhm. So, also wir sind jetzt auf dem Weg, den Sensor zu testen. Wunderschöner Tag. Jetzt müssen wir noch kurz zur Balva Felgenreiniger. Denn dreckige Felgen sind hässliche Felgen. Und dann, auf jeden Fall Podcast-Aufnahme mit dem Hurbarheit Nummer 2. Wir sind jetzt in der Autoabteilung, da fühle ich mich zu Hause und das sind gezielte Schritte. Ich weiß immer genau, wo ich hin muss und ich will den mit diesen Affen drauf und da ist er auch schon. Das ist der Richtige. Ich melde mich jetzt ein bisschen später, es war ein kleiner Cut. Wir waren nur den Sensor testen, es war super unspannend, mein Auto waschen. Hier übrigens bester Kaffee in Tölz, so cozy, kann ich wirklich nur empfehlen. Geht einfach nur vorwärts. So, ich habe jetzt unten schon mal ein paar Klamotten gedruckt. Jetzt warte ich auf den Huber hier in der Marktstraße. Rauch kurz ohne und dann geht es auch schon los mit der Podcast-Aufnahme. Und dann habe ich am Abend mit dem Huber unseren zweiten Podcast aufgenommen. Auch schon klar. Das wird Zeit. Hundertprozentig. Du hast so einen scharfsinnigen Verstand, das ist wirklich der Hammer. Ja, da bin ich mir gar nicht drauf. Das liegt ja im alkoholfreien Bier. Fucking Versager geworden. Und der Podcast ist richtig geil geworden. Also hört's rein. Heute fahren wir nach Murnau zur Skatepark-Eröffnung. Und abends gehen wir nur ein bisschen was essen, was trinken mit der Gang. Also es wird schon wieder ein interessantes Wochenende. Es ist übrigens jetzt Samstag morgens. Ich gehe ins Habit Office, holen nur ein bisschen Zeug für den Skatepark und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon, wenn die Jungs mich abholen. Let's go! Oh, wir haben Banetti Wheels im Habit Office geholt. Die machen wir jetzt auf Stack, bin ich mal super gespannt. Ein paar Sticker, um halt zu representen, wer halt die Gang hier im Oberland ist. Und ja, safe, natürlich Habit. Haben wir Konkurrenz? Nein. Haben wir die Besten? Ja. Huber kommt jetzt gleich an die anderen. Ich frei mich. Bis sofort. Bleibt dran. Like, Abo, Kommi, Schieß. Alter, der raucht wirklich, der Maxi. So, also Intro, wir sind auf dem Weg. Also nur mal, wir fahren jetzt nach Murnau auf die Skatepark-Eröffnung. Rollende Mücke, Maxi, Huber, dahin geht's. Jawohl. Servus, Christi und hallo. So, heute ist die Eröffnung. Ich zeige jetzt mir alle. Hier ist echt viel los. Mein Name ist Orpheus Orfmach. Bürgermeister hat es erwähnt. Und hier ist Sven's viel los, aber ich gebe eine kleine Park-Review. Ja, Tree Flips, so, der nächste. Wir haben hier so ein Rainbow Rail. Alter, ich gehe ja gerade jeden so auf den Sack. Aber es ist egal, was Habit TV ist. Hier mit dem Habit Skateboard. Komm. Jawoll! Wir haben fast drauf gehabt. So, ich muss hier weg, leider, weil die Leute müssen es abfahren. Hier haben wir einen guten. Ah, Timo. Genau. Ich mache gleich eine Park-Review-Tour. Okay, ist schön. Und zeige so den Park, die Habit TV-Zuschauer. Du bist Abonnent, oder? Ich bin Abonnent. Und Kumpel. Und Member natürlich, Member. Ja. Full Member. Genau, das ist der Park. Klein, aber fein, echt viel los. Hier hinten sind also Essensstände. Und geht gut ab. Also ich wollte es euch jetzt zeigen, wenn ihr euch schon mit einem Yababa-Tricks gefilmt. Das haben wir vom Noah noch ein bisschen was gefilmt. Und später ist hier Contest anscheinend. Genau, aber das war's dann eh schon. Was soll ich euch erzählen, Burschen? Ah, Kickflip, very nice. Danger Dive. Den holen wir uns noch.
Jawohl. Arg Herbert-Kunde, bester Mann. Und er macht hier den Terror 5-0? Nein, er macht die nicht. So, ich gehe jetzt mal wieder zu meinen Homies, die irgendwie gerade weg sind. Ich glaube, die holen sich was zu fressen. Ach, wir haben Hauke, nur den gehen wir noch auf den Sack. Hauke! Jawohl. Kanalmitglied. Hauke ist krank, wie immer, weil er sich nur von Monster und Süßigkeiten ernährt, aber das ist okay. Warum will ich auch so fett? Sei ruhig. Herbert Mütze, Herbert T-Shirt, so muss es sein. Herbert TV abonnieren. Ja, genau. Abonnieren, Mann. Sei ruhig. Jetzt suchen wir die anderen noch, um den hier ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ja, ich zeige euch das Ganze, damit ich auch Material habe und wieder ordentlich Werbung draufschalten kann. Ihr wisst doch, wie das Game ist. Herbert TV abonnieren. Wir haben noch jemanden gefunden. Voll gerade für mein Gehirn. Ja, es ist richtig voll. Wir waren schon früher da und das wusste ich. Ich habe schon ein paar Tricks gegettet, aber mit Knies im Arsch. Ich bin echt zweimal hin und her gefahren, so ungefähr, und alles andere war so. Ist schon krass voll. Es war eh heute so hektisch. Wir wollten den Bus eigentlich holen. Der war einfach nicht da. Was wolltet ihr holen? Den Vereinsbus wollten wir holen und der war einfach nicht da. Babo à la Barbus hängt hier mit den nice Chayas rum und es ist Sonntag mittlerweile. Gestern war eben der Contest im Murnau, jetzt ist Sonntag, jetzt gehen wir mit Burger King was essen. Das Wochenende neigt sich dem Ende zu. Und was wollt ihr jetzt sagen? Das Wochenende neigt sich dem Ende zu, wir gehen später noch eine kleine Runde skaten, dann cut die Scheiße, lad's hoch für euch. Werd nur mit dieser wunderschönen Chaya hier. Ich präsentiere die mal ein bisschen, damit die sehen, wer hier der G ist. So, das ist jetzt wirklich der letzte Cut. Die saftige ist am Start. Und jetzt zeige ich euch mal den schönen Kirchsee. Dann habe ich noch einen Ending-Shot. Sheesh! It's so beautiful here, oh my God! It's so amazing. Yeah. No, we have to go to another. Come on.